Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Ich habe ein Doppelmesser Frontnähwerk umgebaut auf dem Weidemann Telelader und einen Seitenbalken. Ja, ich tue gern basteln eigentlich. Ich denke oft nach, was kann man besser machen, was kann man besser einfach in der Landwirtschaft gestalten und ja, da komme ich auf so Ideen. Jetzt habe ich dann einen Landwirt unter Gebrauchtmaschinen gesucht, ob ich irgendwo hydraulische Mähbalken herbekomme. Ich habe das dann um 500 Euro bekommen und ja, ich habe dann kleine Umbauarbeiten noch gemacht, angepasst am Weidemann. Durch das, dass ich mit Weidemann eine geringe Höhe habe, ist einfach besser oder einfacher damit zu mähen, weil ich einfach überall leichter unter die Bäume runterkomme und weil ich wendig bin vor allem, das ist ein Riesenvorteil jetzt da. Ich habe mir überlegt, es soll so kostengünstig wie möglich sein. Jetzt ist mir die Idee gekommen, ich habe so eine Rundballengabel. Die Weidemann-Aufnahme habe ich schon drauf gehabt auf der Rundballengabel. Ich habe eigentlich nur die Arme anpassen müssen, das mit der Hydraulikleitung geschaut, dass es passt und einen Schnellkuppler habe ich noch montiert, dass ich das schnell auf und an montieren kann. Und ja, Lackierarbeiten, also alles im Allen zwei Tage. Ich bin mit dem Weidemann Telelader durch das, dass er einen tiefen Schwerpunkt hat, in der Hanglage auch ohne Probleme gefahren. Das ist das, was mir eigentlich viel taugt an diesem Gerät, weil ich mit der Allradlenkung ich da ganz schön fahren kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da überlegt, wie ich eine Zeitersparnis zusammenbringe, wenn ich mir was mache, was dann einfacher geht. Vor allem, was mir erleichtert, um weniger Handarbeit zu haben. Und das war eigentlich ganz ausschlaggebend für mich, hauptsächlich beim Seitenbalken, weil ich die ganzen Böschungen mähen kann. Und die haben wir aber früher viel mit Hand gemäht und das geht natürlich jetzt schon wesentlich schöner.